Ja, alle Redner haben unheimlich viel Informationen im Gepäck und traditionell starten wir mit den ersten Rednern. Ja, liebe Katharina Knoll, auch wenn du uns nicht gemeint hast, aber wir haben auch starke Informationen im Gepäck und starten auch mit dem ersten Redner und das bin ich in diesem Video. Herzlich willkommen zu unserem informativen Rundgang durch den Caravan Salon 2023. Beginnen wollen wir auch gleich in der Halle 3, die neben Campingzubehör hilfreiche Kleinigkeiten zum Erwerb anbietet. Park4Night informiert über die Stellplatz-App und am Stand von Domedic gibt es nicht nur schöne Vorzelte, sondern auch bequeme Sitzmöbel zum Bestellen. Sieht sehr gemütlich aus, wie du da sitzt. Ist auch schön gepolstert. Und was ich vorhin festgestellt habe, schau mal, die lassen sich ganz leicht und klein zusammenfalten. Kriegt man überall unter. Nicht schlecht von Domedic sind die. Ist eine feine Sache, weil man sollte ja immer wegen dem Platz aufpassen. Nicht zu übersehen ist der Infostand von Froli, unsere bevorzugte Matratzenunterlage. Und immer interessant sind Taschen und Rucksäcke. Und dazu fanden wir einen ganz besonderen Stand. Ja, wir sind beide jung und das ist der Jack. Servus, hi. Und der Jack hat eine tolle Tasche und wenn ihr uns länger zuschaut, dann wisst ihr, ich habe ein kleines Faible für Taschen und Rucksäcke etc. Und der Jack ist da genau der richtige Ansprechpartner. Er nimmt hier ein ganz tolles System, wo die Ursi noch nicht überzeugt ist, aber vielleicht schafft er es jetzt. Jawohl, probieren wir es doch mal, oder? Ja, Jack, zeig uns mal, was deine Tasche, was es mit dir auf sich hat. Also, man kann die Tasche hier erstmal als normale Schultertasche tragen, beliebig festziehen, bis sie sitzt oder auch gerne mal, wenn ich mal schnell was brauche, einfach den Gurt lösen und mal schnell nach vorne holen. So, wenn ich jetzt allerdings mit so einer Schultertasche als Beispiel doch mal aufs Fahrrad steige, verrutscht die ja sehr leicht oder drückt irgendwann auf Dauer auf der Schulter. Ja, kenne ich. Und dafür haben wir dann hier hinten unser sogenanntes Dreipunkt-Tragesystem. Einmal mittig durchschlaufen, gemeinsam festziehen und jetzt sieht man schon, die Tasche kann nicht mehr verrutschen und das Gewicht wird von der Schulter auf den Rumpfbereich genommen. Dazu bleiben Arme und Schultern jederzeit angenehm frei. Seitlich habe ich dann noch einen Schnellverschluss, mit dem ich hier ganz einfach rein oder rauskomme und somit die Tasche auch mal eingestellt lassen kann. Haben wir dann generell in drei verschiedenen Größen. Heißt, es gibt 6 Liter, 10 Liter und wenn wir einmal noch hier rüber schauen, noch 13 Liter. Und immer erst ab der mittleren Größe ist dann unser Dreipunkt-Tragesystem mit dabei. Aha, also die kleine hat es nicht richtig dabei, genau, weil die zu leicht ist dafür. Richtig, genau. Aha. So, es gibt Ausnahmen und zwar diese 6 hier sind die Ausnahmen mit dem Dreipunkt-Tragesystem. Aber alle anderen haben bei der kleinen Tasche das nicht mit dabei. So, jetzt eine Frage. Jetzt habe ich schon gesehen, da sind lauter verschiedene Preise, Messepreise übrigens. Richtig, alles günstiger, ja. Jawohl. Ich weiß zwar nicht, was das normal kostet, aber diesmal gibt es genau, Messepreise. Genau, so 25-35% sind wir hier reduziert. Okay. Und wie teuer sind die und was ist der Preisunterschied bei den Taschen? Genau, also es bestimmt immer die Größe und das Material. Heißt also als Beispiel, die mittlere Größe beginnt bei unserem Nylongewebe mit 50 Euro. Geht dann mit unserem Cordura-Gewebe weiter mit 70 Euro und dann noch unser High-End-Modell, sage ich mal, für 90 Euro. Mhm. Also so stuft sich das dann in den Größen nochmal hoch. Sind die wasserdicht? Kommt darauf an, welche man wählt. Also hier ist unser einfachstes Modell mit dem Nylon-Gewebe, ist so spritzwassergeschützt, heißt, hält also nicht allzu viel Regen aus. Dort hinten die Säule wäre dann unser Cordura-Gewebe, mhm. Ist deutlich robuster, schmutzfester, hält also auch mal richtig guten Regen aus. Und wenn wir uns jetzt hier einmal... Schauen wir mal hin, Ossi. Genau, wären wir einmal hier hinten beim Cordura-Gewebe. Das sehr, sehr robust ist, sehr schmutzfest und sehr langlebig ist.
Und hier mittig hätten wir dann noch unsere Modelle mit den verschweißten Reißverschlüssen, wodurch die Tasche dann wirklich komplett wetterfest wird. Also das ist im Prinzip ein Wander oder hier steht schon Wintersport. Genau, also da haben wir dann nochmal verschiedene Modelle. Die können allerdings nochmal ein bisschen mehr als alle unsere anderen. Bedeutet, hier haben wir einmal einen atmungsaktiven Rücken noch mit dabei, dass man nicht so schwitzt. Mhm. Und das sind die einzigen Taschen mit unserem vollen Tragesystem. Bedeutet, hier haben sie auch noch einen zweiten Schultergurt mit bei. Ah, okay. Heißt also, wenn ich mal lange unterwegs bin, was Extremeres an Sport mache, kann ich sozusagen damit dann die Schulter besser entlasten. Sieht dann so aus wie hier drüben am Torso. Das sind jetzt extrem viele Informationen für ein Taschensystem. Wenn euch das interessiert, Halle 3. Jawohl. Stand. Muss ich selber kurz gucken. H36. Stand H36. Der Check ist da, der Mann auf euch. Ja. Jawohl, genau. Und ihr kriegt einen guten Messepreis. Richtig. Vielen Dank. Machen wir so. Ich sage ja. Danke. Ciao. Ciao, ciao. Und wir haben tatsächlich auch eine ganz neue Art von Trenntoilette auf dem Caravan-Salon gefunden. Ihr seht schon, es besteht reges Interesse und so haben wir einen Gesprächstermin vereinbart. Hierzu kommt ein separates Video. Mit der Fachfirma für Wohnmobilzubehör und auch Wohnmobilalarmsysteme haben wir einen separaten Gesprächstermin vereinbart. Hierzu folgt auch ein ausführliches Video.
Le Feuer Gör und Carthago, die können es. Eine kleine Haube am integrierten Mercedes Wohnmobil. Und von meiner neuen Augenweide, dem Carthago Schick C-Line 4.9 LEL, machen wir natürlich auch ein vollständig eigenständiges Video. Jetzt sollten wir mal bei eurer Mobil schauen, weil wir haben auch schon mal schöne Kunden gesehen. Ja. Aber wir haben uns jetzt auf Mercedes irgendwie ein bisschen festgelegt vielleicht. Ja. Ja. Mhm. Und das bietet eurer noch nicht an als integriertes Modell. Erst deswegen, ab nächstes Jahr. Jetzt ja, also. Deswegen schauen wir da gar nicht weiter nach.
vielleicht nächstes Jahr wieder. Mal sehen. Wir haben es ja nicht eilig. Nein. Und wenn wir was finden, dann muss man sagen, Meurer, wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben. Ah, 7,80 Meter. 2,30, 2,99. Ja, also unter 3 Meter. Von der Maßecam bis hin. Aber wenn ich da schon in die Heckgarage reinschaue, dann muss ich schon sagen, die Heckgarage lässt Wünsche offen, muss ich, oder? Ist ein bisschen schmal, ja. Das waren einige Eindrücke vom Caravan Salon 2023. Uns hat es wieder sehr gut gefallen. Das sind die Eindrücke des ersten Wochenendes. Wir werden jetzt noch die versprochenen Videos fertigen und melden uns dann wieder. Und dann geht's für uns ab nach Dänemark. Danke fürs Zuschauen, alles Gute und bis zum nächsten Mal.